Von der Kursgrundlagen. Wir kommen zur Blende, die Lichtdosierung. Die Blendenöffnung und die Blendenwerte. Wir schauen uns miteinander einmal an, wie das aussehen kann, wenn wir ein Objektiv, das ist ein analoges Objektiv, die Blende öffnen und schließen. Wir haben hier eine kleine Blende. Hier sehen wir die kleine Blende. Das bedeutet eine große Blendenzahl. Schaut auf eurer Kamera, wo ihr die Blende verstellen könnt. Wenn ihr dann an diesem Rad dreht, seht ihr all diese Zahlen. Diese Zahlen kommen vor, sobald ihr an diesem Blendenrad dreht. Dieses Objektiv hier ist ein analoges Objektiv. Das heißt, das ist ein Objektiv, welches früher auf der Kamera gebraucht wurde, als es noch nicht digital war, die ganze Situation. Heute aber, ihr müsst wirklich schauen, wo an der Kamera ihr am Rad drehen müsst, damit ihr diese Blendenwerte verstellen könnt. Ihr könnt die Blendenwerte verstellen von 1 bis vermutlich 22. Das ist dann aber auch noch brennweitenabhängig. Erschreckt nicht, wenn bei euch nicht all diese Zahlen vorkommen. Wir haben Blende 1, immer die dicken, fetten Zahlen, die ist dickfett, die ist dickfett und so weiter. Diese Zahlen bedeuten, das sind ganze Blendenwerte. 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 und 22. Diese Zahlen hier zwischen 16 und 22, das sind Drittelsblenden. Wir schauen in der nächsten Zeit, dass wir wirklich uns darauf achten, dass wir mal diese ganzen Blendenwerte nutzen. Einfach um die Lichtdosierung kennenzulernen und aber auch dann später die Bildwirkung der Blende. Die Blende, die verstelle ich auf dem Motivwählprogramm A oder im M. Bedeutet, ihr arbeitet zurzeit in der Halbautomatik auf dem Motivwählprogramm A, um einfach einmal nur die Blende einzustellen. Die Zeit errechnet sich ja automatisch dazu. Wir möchten die Bildwirkung und die Lichtdosierung der Blende kennenlernen. Wir schauen noch einmal. Hier ist eine geöffnete Blende. Je mehr ich diese Blende schließe, je höher werden diese Zahlenwerte. Hier habe ich eine ganz geschlossene Blende. Die Blendenöffnung, Lichtdosierung ist bei einer offenen Blende 1, seht ihr, das Bild ist enorm hell. Wir schließen die Blende immer mehr und mehr. Das heißt, ihr seht jetzt, wie das Bild immer dunkler wird. Wir sind auf einer Blende 22 angelangt. Das Bild ist ganz dunkel. Das heißt, eine geschlossene Blende lässt sehr wenig Licht auf den Bildsensor. Wir sehen es hier noch einmal in einer Folie, in einer Zusammenfassung. Hier haben wir eine offene Blende, eine große Blendenöffnung. Das bedeutet F1. F bezeichnet immer die Blende. Das ist eine kleine Zahl, eine große Blendenöffnung, lässt also viel Licht auf den Bildsensor. Es ergibt ein helles Bild. Warum brauchen wir eine offene Blende? Einerseits, um genügend Licht auf den Bildsensor zu bringen, bedeutet also, in dunklen Lichtsituationen benötigen wir eine offene Blende. Die geschlossene Blende, das ist die hohe Blendenzahl, F22, also eine ganz kleine Blendenöffnung. Das lässt wenig Licht auf den Bildsensor, das bedeutet, wir erhalten ein dunkleres Bild. Die Lichtstärke vom Objektiv
habt ihr hier noch eine Zusammenfassung. Die Lichtstärke vom Objektiv bedeutet eigentlich, es sagt aus, wie offen eure Blende sein kann. Das heißt, je tiefer diese Zahlen sind, je besser ist die Lichtstärke. Ein lichtstarkes Objektiv hat zum Beispiel eine Offenblende 2,8 oder eine Offenblende 1,8 oder 1,4 oder 1,2. Offenblenden 1, das gibt es eigentlich praktisch gar nicht mehr. Wenn wir das anschauen, noch einmal in einer Zusammenfassung, in einem Überblick, sehen wir, eine Blende 22 ist doppelt so viel wie die Blende 11. Diese Blende 22 ist ein sehr dunkles Bild und bei Blende 11 ist das Bild halb so dunkel. Halbiere ich diese Zahl 11 durch 2, eben, ich halbiere die Zahl, dann bekomme ich eine Zahl 5, 6. Die Öffnung ist größer, es kommt mehr Licht auf den Bildsensor. Das heißt, das Bild ist wieder halb so dunkel wie hier. Anders gesagt, wenn ich eine Blende 2,8 wähle, ist das die Hälfte von 5, 6. Die Blendenöffnung ist größer. Das Bild wird heller, also halb so dunkel wie auf diesem Bild mit der Blende 5,6. Wir sprechen jetzt über die Fokusfelder, das Fokussieren und Scharfstellen. Ich kann manuell fokussieren, das bedeutet aber dann, dass ich hier vorne irgendwo am Objektiv selber von Hand scharfstellen muss. Vermutlich ist das hier auch an eurem Objektiv umzustellen, dann ins M. Bei meiner Kamera muss ich jetzt zusätzlich, wenn ich das möchte, hier am Body auch noch auf M umstellen, um manuell zu fokussieren. Schaut euch das wieder in der Gebrauchsanweisung an, wie ihr den Fokus auf manuell umstellen könntet. Das heißt, sucht überhaupt einmal an eurer Kamera, wie ihr die Autofokusfelder finden könnt. Die Autofokusfelder, die können so aussehen. In der Regel, wenn ich durch den Sucher schaue, schau, hier oben haben wir den Sucher. Wenn ich durch den Sucher schaue, ist in der Regel hier eine Begrenzung angegeben. Diese Begrenzung bedeutet, ich kann den Fokuspunkt nicht weiter als hierhin transportieren. Bedeutet, ich kann nicht am Bildrand scharf stellen, wenn ich mir helfen lasse vom Autofokus. Jetzt ist das Problem, welches wir haben, das AFA-Fokusfeld ist die volle Automatik. In diesem Modus bedeutet das, dass die Kamera immer auf das ihr nächstgelegene scharf stellt, bedeutet für euch keine kreative Freiheit, um den Fokus dorthin legen zu können, wo ihr mir zeigen möchtet, dass der bildwichtige Teil ist. Also wählt ihr nach Möglichkeit ein Einzel-AF-Fokusfeld aus. Dieses Einzelfeld könnt ihr dann hin und her bewegen in diesem Rahmen, wenn ihr durch den Sucher schaut. Hier ist auch noch eine AF-Gruppe erwähnt. Lasst diese Einstellungen weg. Die AF-Gruppe lasst ihr weg und den AF-Automatik lasst ihr sowieso weg. Sucht einmal diese Einstellung und stellt die ein. Wenn ich jetzt übers Live-View fotografiere, hier unten also quasi über das Display, habe ich die Option, das Fokusfeld weiter an den Rand bewegen zu können. Dieses Bild allerdings zeigt sich jetzt unscharf und das Fokusfeld ist rot eingezeichnet. Das bedeutet, die Kamera kann nicht mehr scharf stellen, weil sie hier nichts mehr lesen kann. Also, das heißt, das Objektiv erkennt nicht mehr, was es eigentlich scharf stellen soll. Die Kamera benötigt
Töne, Grautöne, um überhaupt fokussieren zu können. Wenn ich jetzt also das Fokusfeld hier auf diese Farbtuben lege, dann kann die Kamera respektive das Objektiv wieder fokussieren. Hier sehen wir noch einmal Musterbilder, wie ihr den Fokus nicht einstellen solltet, nicht in der Automatik. Wir sollten den Fokus hier auf ein AF-Einzelfeld einstellen. Das ist wirklich ideal. Das hier ist für großflächige Motive. Lasst das zurzeit noch sein. Hier sehen wir, weshalb eine Kamera nicht scharf stellen kann, allenfalls. Es gibt da verschiedene Varianten, warum eine Kamera respektive ein Objektiv nicht scharf stellen könnte. Heißt, ihr könntet dann aber auch nicht auslösen. Wir haben den ersten Druckpunkt beim Auslöser. Der ist zuständig, damit euer Autofokus überhaupt scharf stellen kann. Das heißt, das Objektiv fokussieren kann. Hier sehen wir, das Fokusfeld ist rot eingezeichnet, die Kamera konnte nicht scharf stellen. Anders gesagt, wenn wir jetzt hier etwas abwarten und den Fokus etwas Zeit geben, können wir dann den zweiten Druckpunkt beim Auslöser durchdrücken und die Auslösung vom Bild machen. Es ist so, euer Objektiv, das muss Grauwerte im Motiv erkennen können, damit es überhaupt fokussieren kann. Wenn euer Objektiv nur weiß wahrnimmt, wie zum Beispiel eine Schneesituation, dann ist es meistens so, dass das Objektiv nicht mehr fokussieren möchte. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, das Objektiv auf manuelles Fokussieren umzustellen, um diese Schneesituation trotzdem ablichten zu können. Sieht euer Objektiv nur noch schwarz, kann das Objektiv auch nicht mehr fokussieren im AF-Modus. Wir kommen zu der Naheinstellgrenze. Das ist ein weiterer Punkt, weshalb zum Beispiel eine Kamera nicht mehr auslösen könnte, wenn sie im AF-Modus arbeiten soll. Wir haben die Naheinstellgrenze hier eingezeichnet bei diesem Objektiv. Ihr müsst etwas suchen an eurer Kamera, wo das eure Naheinstellgrenze angegeben ist. Hier haben wir ein Beispiel. Auf diesem Objektiv haben wir eine Naheinstellgrenze, das ist ein Zoom-Objektiv, 12 bis 50 mm. Die Naheinstellgrenze ist bei 0,35 Metern. Für das 12 mm Objektiv, respektive für den 12 mm Winkel. Für das 50 mm ist die Naheinstellgrenze bei 1,5 Fuß. Also, anders gesagt, wenn ich fokussiere, lege ich jetzt den Fokuspunkt hier dieser Zeichenfigur aufs Knie. Der Fokuspunkt sagt aus, wo das Bild scharf sein soll. Wenn ich jetzt aber mit der Kamera zu nah am Motiv bin, das heißt, der Abstand geringer ist als 35 cm, kann meine Kamera nicht mehr scharf stellen. Das bedeutet, ich habe den Nahabstand überschritten. Die Lösung dazu ist, dass ich den Abstand vergrößere. Wenn ich den Abstand um 35 cm vergrößere, das heißt nicht näher als 35 cm am Motiv bin, kann die Kamera wieder fokussieren. Bitte achtet darauf. Weiter haben wir eine schöne Einstellung, die sehen wir im Okular. Hier oben ist das Okular oder der Sucher. Wenn ich durch den Sucher schaue und die Kamera kann nicht fokussieren, dann leuchtet in der Regel auf der linken Seite ein roter Punkt. Wir müssen abwarten, bis dieser Punkt grün ist oder schwarz ist. Also, nehmt diesen Punkt im Okular zur Hilfe, um zu sehen, ob das Motiv bereits scharf gestellt wurde.
fokussiert wurde. Hier haben wir die Belichtungszeit, das bedeutet die Blende. Hier haben wir die Lichtwaage, die ISO-Zahlen und das sagt aus, wie viele Bilder ihr noch auf der Speicherkarte belichten könnt. Wir kommen weiter zu den AF-Funktionen. Die AF-Funktionen in dieser Folie zeigt, wir haben die Möglichkeit, ein Motiv abzulichten, welches sich nicht bewegt. Das heißt dann, je Kameratyp, das ist zum Beispiel die Bezeichnung für Canon OneShot, AFS bedeutet, das ist die Einstellung für Nikon Sony Pentax. Hier unten habt ihr die Folie, welche ihr gut studieren solltet. Das ist ja wieder Kameratyp abhängig, wie wir das bezeichnen. Deshalb, kurz gefasst, wir müssen dem Objektiv die Information geben, dass es ein bewegtes Motiv vor sich hat oder ein unbewegtes, damit es die Schärfe mitführen kann. Das heißt, ich muss nicht nur das Autofokusfeld einstellen, pro Bild neu, sondern ich muss auch wissen, dass ich ein bewegtes oder ein unbewegtes Motiv vor mir habe. Wenn ich ein bewegtes Motiv habe, wie hier, Entschuldigung, auf der rechten Seite, ein Mensch ist ein bewegtes Motiv, dann gebe ich meiner Kamera, sprich meinem Objektiv, die Information, es soll auf AFC oder AI-Servo arbeiten. Dann geht, wenn ich den Fokuspunkt hier aufs Auge lege und mein Motiv bewegt sich hin und zurück, wird das Objektiv diese Bewegung mitmachen. Das heißt, der Fokuspunkt bleibt auf dem Auge, aber die Bewegung wird mitgemacht, das heißt, das Motiv wird scharf abgelichtet. Allerdings vorsichtig, es geht im Moment wirklich nur um den Fokuspunkt. Die Schärfe ist dann auch noch abhängig von der Blende und der Zeit. So, um es genauer zu sagen, die Auto-AF-Funktionen. Hier ist die AI-Fokus-Funktion, AFA-Funktion, AF-Automatik benutzen wir nicht mehr. Das ist wirklich sehr ungünstig. Das ist nämlich die Situation, die wir schon angeschaut haben. Alle Fokusfelder sind aktiv und die Kamera fokussiert entweder hier in die Mitte oder auf das ihr nächstgelegene Motiv. Das ist der denkbar unkreativste Modus, den ihr wählen könnt. Wir wählen also diesen AFC-Modus für bewegte Motive oder AFS für nicht bewegte Motive. Wohin legen wir denn jetzt den Autofokus, sprich das Fokusfeld? Der Fokus bestimmt im Bild, wo dass es scharf sein soll. Dieser Punkt soll also scharf sein. Es ist auch abhängig von der Blende, wie viel Schärfentiefe wir erhalten. Darüber sprechen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt schauen wir miteinander einfach zuerst einmal den Fokuspunkt an. Hier haben wir den Fokus auf die Büste gelegt. Und hier haben wir die Kamera am selben Standort, aber den Fokuspunkt auf diese Zeichenfigur gelegt. Das Fokussieren funktioniert im Bild so. Hier haben wir den Fokus auf die Kamera gelegt. Im nächsten Bild haben wir den Fokus auf die Pinsel gelegt. Und wir haben immer denselben Bildausschnitt. Schaut. Es ist genau dasselbe Bild. Wir fokussieren hier auf die Farbtuben. Das heißt einmal auf die Pinsel und dann gleich auf die Farbtuben, aber es bleibt der gleiche Bildausschnitt. Das heißt, es ist interessant für euch, diesen Fokuspunkt im Bild selber bewegen zu können, um mir zu zeigen, was euch wichtig ist im Bild. Hier haben wir jetzt den Fokus noch auf die Figur gelegt
Und hier kommen die Fokussierübungen für euch. Ich finde es relativ wichtig, dass ihr ganz genau nach dieser Vorlage vorgeht. Dieses Bild, anders gesagt, dieser Bildausschnitt und dieser ist genau derselbe. Nur ist die Bildwirkung eine komplett andere, weil der Fokuspunkt an einem anderen Ort liegt. Das heißt, wir können mit dem Fokuspunkt eine gewisse Bildwirkung erzielen. In diesem Bild zum Beispiel legen wir den Fokus, das Augenmerk auf diesen Buchsbaum und in diesem Bild legen wir den Fokuspunkt, den Blickpunkt, das Wichtige auf diese Tischplatte mit den Löchern und dem Schatten des Buchsbaums. Diese zwei Bilder sagen etwas ganz anderes aus. Also ist der Fokus auch ein Stilmittel zum Fotografieren. Weiter sprechen wir jetzt über die Schärfentiefe. Die Schärfentiefe hängt zusammen mit der Blende. Die Schärfentiefe ist also abhängig von der Blende. F bezeichnet das. Hier haben wir die Blende 22, hier haben wir die Blende 8 und hier die Blende 2. Wir wissen inzwischen, das ist eine sehr geschlossene Blende. Das Bild wird zwar dunkel, aber die Bildwirkung ist jetzt so, dass wir die Schärfe verteilen von hier bis hier. Wir legen den Fokuspunkt auf die Büste, respektive auf die Zeichenfigur und die Schärfe verteilt sich nach vorne gleich viel wie nach hinten. Und wir sehen in dieser Folie, aha, Blende 22 hat in diesem Fall viel mehr Schärfentiefe als eine Blende 8. Hier ist der Bereich der Schärfentiefe viel kleiner. Hier wird nämlich die Büste hinten bereits unscharf. Und hier ist es noch viel extremer, bei Blende 2 wird der Schärfenbereich sehr klein, der Fokus liegt immer noch am selben Ort und wir sehen, die Schärfe verteilt sich nur bis in die Mitte dieser Zeichenfigur, hier hinten wird es bereits unscharf. Dem sagt man eine selektive Schärfe und dem sagt man die Tiefenschärfe. Anders gesagt, hier sehen wir noch einmal eine geschlossene Blende. Das ist die kleine Blendenöffnung, ergibt viel Schärfentiefe. Wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich im Vordergrund diese Pinsel aufstelle, und ich wähle eine Blende 22, dann sind diese Pinsel immer noch scharf. Wenn ich das aber hier mache, ich habe immer noch diese Pinsel im Bild, habe ich bei einer Blende 8, welche ja schon viel geöffneter ist, sind die Pinsel nicht mehr scharf abgelichtet. Wenn ich dasselbe mache, bitte Entschuldigung, die Folie habe vorgescrollt. Wenn ich dasselbe mache, hier, ich mache die Blende auf 2 und stelle mir jetzt wieder diese Pinsel hin, dann sehen wir, oh, okay, es wird wirklich nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil scharf im Bild. Also ist die Schärfe abhängig von der Blende und dem Fokuspunkt. Die Schärfentiefe, wenn wir das im Bild anschauen, das ist die Folie, die ich vorhin versehentlich vorgeblättert habe. Die Schärfentiefe bei einer Blende 22 haben wir vorhin gesehen, da bringe ich das Bild von vorne bis hinten scharf. Wenn ich die Blende öffne und der Fokuspunkt liegt jetzt immer noch hier auf der Kamera, dann ist hier bereits fast nichts mehr scharf. Bei einer Offenblende 2 ist die Bildwirkung dann so, wie gesagt, dem sagt man ein schönes Bokeh oder eben selektive Schärfe. Gleich zu verstehen, wie die selektive Wahrnehmung.
Jeder Mensch legt den Fokus auf andere Dinge im Leben, die ihm wichtig sind. Das könnt ihr nun auch in der Fotografie machen. Zeigt mir, was euch in eurem Bild wichtig ist. Also, hier haben wir den Fokuspunkt auf den Farbtuben. Die Schärfe verteilt sich gleich viel nach hinten wie nach vorne. Die Entfernung, respektive hier kommt ein weiterer Punkt, weshalb wir eine selektive Schärfe hinbringen könnten, respektive wie wir Vordergründe und Hintergründe ausblenden könnten. Bei einer Blende 4, wir sehen, die Kamera ist weit weg, hier haben wir eine Blende 4 und die Kamera ist näher am Motiv. Bei einer Blende 4 verteilt sich in diesem Bild die Schärfe jetzt von hier bis hier. Wir haben einen großen Abstand zu unserem Motiv. Wir haben den Fokuspunkt hier hingelegt. Das heißt, hier wird mein Motiv immer noch scharf abgebildet. Wenn ich jetzt die Kamera näher ans Motiv bringe, der Abstand ist also geringer, verteilt sich die Schärfe nur noch über diesen Bereich. Also, die Schärfentiefe ist nicht nur abhängig davon, wie nah oder wie geschlossen meine Blende ist, sondern es ist auch abhängig davon, wie viel Abstand ich zum Motiv habe. Wir sehen uns das in einem Muster an. Wir haben hier zwei selbe Kameraeinstellungen, 80 mm Objektiv, Blende 2.8 und hier ein 80 mm Objektiv mit Blende 2.8. Weshalb sehen diese Hintergründe nun so anders aus? Mit denselben Kameraeinstellungen. Das liegt wieder am Abstand. Hier bin ich weiter vom Motiv entfernt als hier. Also ich als Fotografin habe mich vom Motiv entfernt. Und hier habe ich mich aufs Motiv hinbewegt. Wir haben hier nur noch einen Ausschnitt der Person und erzeugen hier eine selektive Schärfe durch das, dass wir den Abstand zum Motiv verringert haben. Die Schärfentiefe kann aber auch noch anders funktionieren. Das heißt, ich kann ja auch den Abstand vom Motiv zum Hintergrund verändern. Ich habe die Kamera auf Blende 8, hier ebenfalls auf Blende 8. Den Fokuspunkt in beiden Situationen auf den Ellenbogen des Zeichenfigürchens und ich habe hier diesen großen Abstand zum Hintergrund. Das Hauptmotiv hat einen großen Abstand zum Hintergrund. Hier ist das Motiv sehr nah auf dem Hintergrund. Wir schauen uns das jetzt so an. Von hier bis hier wird das Bild scharf mit einer Blende 8. Die Schärfentiefe 8 ist also so viel und hier immer noch gleich viel, aber der Abstand zum Motiv hat sich verändert. Und weil sich der Abstand verkleinert hat vom Hauptmotiv zum Hintergrund, ist auch der Hintergrund noch scharf abgezeichnet. Hier ist der Hintergrund nicht mehr im Schärfenbereich von dieser Blende 8. Wir sehen uns das so an. Wir haben hier das Motiv nah auf dem Hintergrund positioniert und merken jetzt, dieser Hintergrund stört. Also sage ich meinem Motiv, bitte entferne dich vom Hintergrund. Das heißt, ich verändere den Abstand zwischen Hintergrund und Motiv. So wird die Bildwirkung wieder eine selektive Schärfe. Also ist die selektive Schärfe nicht nur abhängig von einer Offenblende. Ich kann die selektive Schärfe auch erzeugen durch den Abstand vom Hintergrund zum Motiv oder ich als Fotografin zum Motiv.
Wir nehmen noch einmal ein Beispiel. Hier haben wir wieder ein Motiv, welches nah auf dem Hintergrund sitzt. Und hier haben wir das Motiv vom Hintergrund entfernt und bekommen jetzt diese Bildwirkung wieder mit denselben Kameraeinstellungen. Blende 2.8, Blende 2.8, die Blende 2.8 Bildwirkung hier, wenn das Motiv nah auf dem Hintergrund ist. Blende 2.8 Bildwirkung, wenn wir das Motiv nahe auf den Hintergrund positionieren. Die Zusammenfassung der Lichtdosierung und der Bildwirkung. Das heißt, die Lichtdosierung, die steuere ich über die Blende. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die Lichtdosierung über die Blende zu steuern. Die sitzt im Objektiv. Ich kann sie steuern mit diesen Zahlen, F-Zahlen. Hier haben wir eine Blende 16. Hier haben wir die Belichtungszeit und hier die ISO-Zahlen. Es ist so, um ein Bild bei einer Blende 16 zu fotografieren und einer 40 Sekunde und 100 ISO erzeugt ein dunkles Bild. Wenn ich das Bild jetzt heller belichtet haben möchte und dieselbe Blende habe, dann habe ich die Möglichkeit, hier die Zeit zu verlängern. Und die ISO bleiben gleich. Die Belichtungszeit trägt ebenfalls bei zur Lichtdosierung. Wir haben den Verschluss, wir schauen uns das an. Gut, also das ist eine analoge Kamera und deshalb haben wir hier oben die Zeit verstellt. Wiederum müsst ihr an eure Kamera schauen, wo verstellt ihr eure Belichtungszeit. Ihr geht oben auf dem Motivwählprogramm ins TV oder S. Das heißt, wir arbeiten im Moment wieder in der Halbautomatik. Weiter könnt ihr aber die Zeit auch verstellen über den manuellen Modus. Dann müsstet ihr aber die Blende auch dazu verstellen können. Deshalb auch hier wieder, um die Zeit besser lernen zu können, sprich, das heißt, die Bildwirkung zur Zeit lernen zu können, nehmen wir den Halbautomaten, S oder TV. Die Zeitwerte, hier zum Beispiel bei 100 ISO Blende 16, ein Zweitelsekunden ist eine lange Belichtungszeit, das heißt, mein Bild ist sehr hell. Ich mache die Zeit jetzt immer kürzer bei gleichbleibenden ISO-Zahlen und gleichbleibender Blende. Das bedeutet, mein Bild wird immer dunkler. Im Halbautomaten würde dies nicht passieren, weil die Zeit, respektive die Blende, dann automatisch entsprechend der Lichtsituation oder den Zeitwerten dazu errechnet würde. Das ist nur ein Muster für euch, um zu verdeutlichen, aha, eine kurze Belichtungszeit bedeutet ein dunkles Bild. Anders gesagt, wenn wir das hier anschauen, die Zeitwerte, das ist dasselbe wie bei den Blendenwerten. Die gelben Zahlen, das sind die ganzen Lichtwerte, schaut einmal, 15 Sekunden, 8 Sekunden, 4 Sekunden. Wenn ihr jetzt aber am Rad dreht, habt ihr wieder diese Schritte. Das heißt, das sind dann wie quasi ein Drittel Lichtwert dazwischen. Das hier sind die ganzen Lichtwerte. Die Funktion Bulb ist die Funktion, wenn ich auf dem Auslöser bleibe und dann einfach so lange belichte, wie ich das Gefühl habe, das Bild muss belichtet sein. Schaut einmal, 30 Sekunden ist eine halbe Minute, das ist eine sehr lange Belichtungszeit und ein 8000stel Sekunde ist eine ultra kurze Belichtungszeit. Wir schauen uns das an. Eine Zeit von 1 Viertelsekunde bei Blende 16 und 100 ISO,
Das ist eine lange Verschlusszeit. Das bedeutet, es kommt viel Licht auf den Bildsensor. Das ergibt ein sehr helles Bild. Aber weil es so eine lange Verschlusszeit ist, habe ich auch die Möglichkeit, mein Bild zu verwackeln. Ich selber als Person. Wenn ich eine kurze Verschlusszeit wähle und immer noch dieselbe Blende habe und dieselben ISO-Werte wie beim vorherigen Bild, bei diesem Bild, dann ist das eine 1/250 Sekunde ist eine sehr kurze Belichtungszeit, respektive eine genehme Belichtungszeit für gewisse Motive. Eine kurze Verschlusszeit bedeutet aber wenig Licht auf den Bildsensor, das heißt, es ergibt ein dunkleres Bild, aber ich habe hier keine Verwackelungsgefahr mehr. Man sieht es ein bisschen im Bild. Hier haben wir quasi dieses, dieses Windrad wie quasi eingefroren. Und auf diesem Bild ist dieses Windrad bewegt. Wir schauen uns das aber weiter an, und zwar hier in dieser Folie sehen wir ganz gut. Bei jedem Bild haben wir dieselben ISO-Zahlen, nämlich 100. Bei jedem Bild haben wir die Blende 16. Nur die Zeit verändert sich. Das heißt, wir haben hier eine Viertelsekunde Belichtungszeit, bedeutet, das Bild ist hell und das Bild zeigt Bewegung auf. Ich mache die Zeit um die Hälfte dunkler, respektive ich halbiere die Zeit und die Zeit wird kürzer. Eine Achtelsekunde ist eben doppelt so kurz wie eine Viertelsekunde und das Bild wird jetzt dunkler, aber auch die Bildwirkung wird schon anders. Habe ich eine 1/15 Sekunde, wird das Bild wiederum dunkler um die Hälfte. Und bei 1/30 Sekunde wird das Bild wieder um die Hälfte dunkler. Wenn ich die Bildwirkung anschaue, was ich vorhin schon angetönt habe, schaut einmal, hier haben wir 1/125 Sekunde. Wieder auf jedem Bild bleiben die ISO-Zahlen und die Blende dieselbe. Wir haben eine Offenblende und tiefe ISO-Zahlen. Eine sehr kurze Belichtungszeit und hier haben wir ein eingefrorenes Windrad. Bei einer Belichtungszeit von 1/60 Sekunde haben wir schon eine ganz andere Bildwirkung. Das heißt, das Motiv beginnt zu rotieren. Es entwickelt eine Bewegung im Bild. Und je länger die Verschlusszeit wird, je mehr beginnt dieses Windrad zu rotieren, das heißt, die Bildwirkung wird dynamischer. Jetzt haben wir ja bereits vorhin erwähnt, dass es optional zur langen Belichtungszeit, das ist eine schwierige Belichtungszeit, ein Viertelsekunde, da muss ich bereits ein Stativ nehmen. Weil ein Viertelsekunde, da habe ich Zeit, meine Körperbewegung ins Bild zu integrieren. Das würde dann so aussehen. Also hier habe ich zum Beispiel mein Bild selber verwackelt, weil ich eine lange Belichtungszeit gewählt habe. Die Faustregel sagt, wenn ich ohne Bildstabilisator arbeite, ohne Anti-Shake, dann sollte meine Belichtungszeit entsprechend der Objektivlänge respektive Brennweite eingestellt werden. Sprich, habe ich ein 200 mm Objektiv, dann sollte meine Zeit nicht länger sein als 1/200 Sekunde. Das ist wahnsinnig unpraktisch, weil bei einer 200 Sekunde könnte ich dann praktisch nur noch bei gutem Tageslicht fotografieren. Dann nützt mir aber dieses 200 mm nicht mehr sehr viel. Das heißt, ich lege Wert darauf, dass meine Objektive einen Bildstabilisator eingebaut haben. Der kann aber auch Anti-Shake heißen. Die Zusammenfassung der Lichtdosierung. Die Lichtdosierung der Blende und der Zeit und der Bildwirkung. Wenn ich bei einer Blende 16 fotografiere, einer 1/40 Sekunde und bei 100 ISO habe ich eine geschlossene Blende,
geschlossene Blende 16, mein Bild wird dunkel, aber mein Bild wird auch von vorne bis hinten scharf. Das sind tiefe ISO-Zahlen, dazu kommen wir noch. Habe ich eine Blende 16 und möchte das Bild richtig belichtet haben, dann muss ich die Belichtungszeit umstellen auf 0,8 Sekunden, damit mein Bild richtig belichtet ist. Also, hier geht es um die Lichtdosierung. Wenn ich das jetzt im unteren Beispiel anschaue, zum Beispiel eine Offenblende 4 bei 1/40 Sekunde Belichtungszeit und bei 100 ISO, habe ich eine Bildwirkung mit einer selektiven Schärfe. Ich habe immer noch eine Offenblende, aber ich verändere die Zeit auf 1/20 Sekunde. Das heißt, mein Bild wird jetzt doppelt so hell. Also steuere ich mit der Blende die Tiefenschärfe und die Lichtdosierung und mit der Zeit steuere ich die Bewegung im Bild, welche ich entweder eingefroren haben will oder eine dynamische Bewegung zeigen will. Wenn wir uns das anschauen, die Belichtungszeit, hier haben wir auch noch die Möglichkeit, die Mitziehwirkung zu zeigen. Das kann ich machen, wenn ich die Kamera entsprechend der Geschwindigkeit des Motivs einstelle. Ich gehe davon aus, dass mein Auto im Ort 50 fahren sollte, was ich auch meistens einhalte. Wenn ich möchte, dass der Hintergrund verschwommen ist, dann muss ich mit meinem Auto mitfahren. Das heißt, hier fährt mein Auto mit jemand anderem und ich stehe hinter der Kamera. Ich fokussiere auf das Auto, ich lege den Fokus auf das Auto und währenddem, dass das Auto in Fahrt ist, ziehe ich gleich schnell, wie das Auto fährt, mit und löse während dem Mitziehen den Auslöser aus. Somit kann ich diesen verschwommenen Hintergrund zeigen. Das heißt, ich separiere das Motiv vom Hintergrund. Wenn ich aber die Kamera starr halte und das Auto einfach durchfahren lasse, bei einer 50. Sekunde, dann wird der Hintergrund scharf bleiben und das Auto wird verschwommen sein. Das Auto fährt hier 1,50 und das ist doch schon eine längere Belichtungszeit, dann wird das Auto verschwommen. Versuch das einmal. Ich möchte euch noch Beispiele zeigen zur Belichtungszeit, nämlich die Wirkung der Belichtungszeit. Wenn ich hier ein Bild habe, das ich ablichte bei 1/1000 Sekunde bei einer Blende 4 und bei 6400 ISO, habe ich durch das, dass ich eine sehr kurze Verschlusszeit gewählt habe, die Haare fast eingefroren. Das ist wirklich abhängig davon, wie schnell sich das Motiv bewegt. Also, kurz gesagt, eine kurze Zeit ergibt einen eingefrorenen Eindruck. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verlängere die Belichtungszeit auf 1/250, ich habe hier eine Blende 11 und ISO 800, die Bildwirkung von diesem 1/125 ist dann schon dynamischer in den Haaren. Wenn wir das anschauen, die Wirkung der Belichtungszeit könnte auch so aussehen. Der Rauch wirkt wie eingefroren oder eben statisch. Das ist eine 60. Sekunde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Rauch fließend zeigen will, dann wähle ich also 0,4 Sekunden. Bei Blende 11 und 100 ISO. Ihr seht hier ganz schön, wir haben hier eine 60. Sekunde Blende 11, hier haben wir 0,4 Sekunden Blende 11. Weil wir hier 0,4 Sekunden haben, muss ich die ISO-Werte ganz nach unten machen, damit die Lichtdosierung wieder stimmt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Langzeitbelichtung mache, eine Lichtmalereisituation, dann brauche ich wirklich ein Stativ, auf welches ich die Kamera stelle, damit die Kamera ganz ruhig ist. Ich wähle 30 Sekunden bei Blende 11, damit mein Motiv trotzdem noch eine gewisse Tiefenschärfe hat. Das heißt, ich wähle hier den Selbstauslöser an der Kamera, begebe mich mit einer Handytaschenlampe hinter das Motiv und male hier jetzt ein Kreuz. Ich hätte auch einen Stern malen können. Das ist halt dann schon abhängig, wie schnell ihr die Kamera respektive eure Handylichter bewegen könnt hinter dem Motiv. Wichtig ist aber, dass die Kamera auf dem Stativ ist und die Kamera auf dem Selbstauslöser ist. Hier seht ihr wiederum, wie sich die ISO-Werte anpassen mussten zugunsten der richtigen Belichtung im Bild. Die Langzeitbelichtung müsste eigentlich immer auf dem Stativ stattfinden. Hier sehen wir eine Situation, auf welcher die Kamera fest montiert wurde. Die Leute sind hier in Bewegung. Die Leute, welche auf dem Bänkchen sitzen, die sind immer noch fast scharf abgelichtet. Hingegen das Tram, welches in Bewegung ist, sehen wir dann eben dynamisch auf dem Bild. Das sind Nachtaufnahmen, das heißt sehr lange Belichtungszeiten. Fotografiere ich lange Belichtungszeiten aus der Hand, habe ich ja die Verwackelungsgefahr, dann kann das Bild eben so aussehen. Die Belichtungszeitübungen. Ich möchte sehr gerne, dass ihr einmal studiert, bei welcher Belichtungszeit ihr zum Beispiel ein Tier fotografieren könnt oder ein Mensch oder eine Blume, wieder ein Tier. Hier haben wir die kurzen Belichtungszeiten. Nehmt doch einfach einen Wasserhahn. Nehmt einfache Motive zur Übung. Weiter sprechen wir nun über den dritten Wert der Lichtdosierung. Schaut, die Lichtdosierung, die findet statt quasi wie in der Balance zwischen Blendezeit und ISO-Zahlen. Um dies richtig einstellen zu können, lernen wir einmal die Lichtdosierung kennen, jetzt eben noch von den ISO-Zahlen. Früher hatten wir diese Filme, auf diesen Filmen waren die ISO-Zahlen integriert. Das heißt, hier haben wir einen 100 T-Max, das heißt 100 ISO-T-Max. Das war für Lichtsituationen wie zum Beispiel im Studio, hier steht auch Professional. Dann haben wir hier einen 200 ISO-Film und hier haben wir einen 400 ISO-Film. Je tiefer die ISO-Zahlen, je dunkler das Bild, je höher die ISO-Zahlen, je heller das Bild. Was hier aber gut zu sehen ist, wir haben wie bei Blende und Zeit wieder ganze Lichtwerte. Diese Zahlen, wenn ich diese halbiere, liegt zwischen diesem Lichtwert, diesem ISO-Zahlenbereich und diesem ISO-Zahlenbereich ein Lichtwert. Auch hier haben wir wieder diese Drittelslichtwerte. Wir sehen Bilder belichtet bei 100 ISO, das heißt, wir haben hier fotografiert bei Blende 2.8 ein 200stel Sekunde. Dasselbe haben wir nun gemacht bei etwas höheren ISO-Zahlen, nämlich bei 800 ISO. Wir haben die gleichbleibende Blende auf diesem Bild und die gleichbleibende Zeit wie auf diesem Bild. Wir haben lediglich die ISO-Zahlen verstellt. Das heißt, wir sehen, je höher das diese Zahl ist, je heller wird mein Bild. Anders gesagt, hier haben wir immer die ISO-Zahlen verstellt, das heißt höher gestellt. Blende und Zeit ist immer gleichbleibend. Und deshalb können wir nun gut sehen, bei 100 ISO ist das Bild recht gut belichtet. Wenn ich die ISO erhöhe auf 200, ist das Bild schon etwas heller. Bei 400 ist es eben wieder doppelt so hell wie bei 200. Und bei 800 ISO ist es wieder doppelt so hell wie bei 400 ISO. Hier ist es eindeutig zu hell.
die ISO-Wirkung. Eine ISO-Zahl von 100 ist eine tiefe ISO-Zahl und die Bildwirkung ist wünschenswert. Das heißt, hier haben wir praktisch kein Bildrauschen. Wenn wir das jetzt anders einstellen, A wird das Bild immer heller, je höher die ISO-Zahlen werden und ganz, ganz eindeutig zu sehen ist nun auch, wenn wir hier hineinzoomen ins Bild, bei 800 ISO haben wir ein Bildrauschen. Dieses Bildrauschen entsteht durch die Erwärmung des Bildsensors und das ergibt dann diese sehr unschöne Körnung im Bild, die wünschen wir uns eigentlich nicht. Das heißt, ISO-Zahl, die hohe ISO-Zahl macht das Bild heller, aber es erzeugt eben auch ein sehr starkes Bildrauschen.